Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Tyr the Crimson Eclipse. Wir waren in der letzten Folge bei Lord Meister, mehr oder weniger freiwillig, wissen, dass in der Vergangenheit irgendwas mit Seth passiert ist, was ihn eben damals dazu verleitet hatte zu desertieren. Was das ist, habe ich jetzt immer noch nicht so ganz verstanden, aber egal. Es geht um die roten Kristalle, denen wir ja leider schon auf sehr üble Art begegnet sind. Die werden tatsächlich von, wie sagt man es, ich nenne es mal eine andere Fraktion, von anderen Fraktionen werden die aktuell untersucht. Und da sollen wir jetzt mal gucken, was die soweit rausgefunden haben. Aber erst sollen wir noch mit unserem Kollegen sprechen. Und das werden wir einfach mal tun. Ich habe nur gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Die Marine ist der Abteil der Vanguards, der über das Meer wacht. In Ismail und Esmith sind viele Marine-Vanguards. Die größte Arbeit auf dem Meer ist aber der Handel. Okay, da ist zu. Also ich weiß noch, Ostflügel. Aber wo? Ich sag mal so. Da ist überall kein blauer Pfeil davor, also wird das wahrscheinlich alles zu sein. Ach, guck mal, hier ist er doch. Hier bin ich, Valiant. Du wolltest mir etwas erzählen? Gehen wir rein. Ich muss dir kurz erzählen, was los ist. Seths Zimmerschlüssel. Na dann erzähl mal. Ich möchte dir nur etwas erzählen, was ich in einem Gespräch mit Lord Meister herausgefunden habe. Ich höre dir zu. Nachdem du die Vanguards verlassen hast, ist dein Team aufgelöst worden. Martia ist auch gegangen. Ja, Meister hat mir das schon erzählt. Wo ist sie jetzt? Sie ist mit ihrem Vater in ihre Heimatstadt zurück. Benedicta. Benedicta? Der ganze Weg nach Raikan? Aber ihr Vater ist doch Mystias Magna Vanguard. Genau das ist der Punkt. Der Anführer der Mystia Vanguards, General Claude Chesterfield, ist vor kurzem in den Ruhestand. Jetzt ist er mit seiner Tochter wieder nach Hause. Meinst du etwa, dass die Mystia-Abteilung keinen Anführer mehr hat? Natürlich nicht. Dein Lehrer, Horus Kane, ist dorthin verlegt worden. Der Kaiser macht vor Jahresende einen Magna-Vanguard aus ihm. Ich sehe, wo das hinführt, Valiant. Meister will, dass ich Horus Platz einnehme. Also werde ich auch Magna-Vanguard. Natürlich dann der von Rail. Meister sagt das zwar nicht direkt, aber so ist das. Ich glaube, er macht es offiziell, wenn deine Mission vorüber ist. Nach allem wirst du wieder ein Vanguard sein. Ich verstehe nicht. Warum ausgerechnet ich? Warum will Meister, dass ich den Vanguards wieder beitrete? Seth, wir kennen beide die Antwort. So eine Ehre darf nicht abgelehnt werden. Du musst akzeptieren. Was würde er sagen? Was ist mit... Nein! Das ist außer Frage. Herein. Kommandant Julen, Lord Meister möchte Sie sehen. Sag ihm, ich bin auf dem Weg. Ja, Sir. Seth, ich muss gehen. Denk über unser Gespräch nach. Entscheide dich einmal fürs Richtige. Ich muss Rutra sehen. Er könnte in der Bibliothek sein. So, und wo ist die Bibliothek? Nein, aber, hallo, solche Sprüche, ne, entscheide dich einmal für das Richtige. Was ist denn das Richtige? Jeder sieht etwas anderes in etwas Richtigem. Solche Aussagen finde ich immer so, bleh. Naja, schauen wir mal, wo die Bibliothek ist. Also hier ist ja so, Thronsaal. Vielleicht hier drüben. Oh, wer bist du denn? Ich komme aus Mystia. Ich besuche ja nur einen Kumpel. Ach, okay. Rutra. Hallo, Seth. Ich habe nur ein paar Bücher über die letzten Ereignisse in Rail gelesen. Ich wusste nicht, dass du lesen kannst.
Nicht alle Vasanen sind Wildlinge, weißt du? Diejenigen von uns, die eine Affinität zu den Geistern haben, werden zu Schamanen. Und ein Schamane muss die Legenden unserer Welt kennen. Also, bist du dann ein Schamane? Wo ist dein Clan? Leider verschwunden. Feinde haben uns angegriffen. Eines Tages werde ich dir die ganze Geschichte erzählen. Schau dir mal das an. In den letzten paar Jahrzehnten wurde Rael zu der Heimat von merkwürdigen Ereignissen. Das merkwürdigste dieser war allerdings der barbarische Überfall. Ein langer Kampf, angeführt von namenslosen Kriegern, dessen Herkunft noch immer unbekannt ist. Sie haben einen rot leuchtenden Kristall. Barbaren? Ein Kristall? Hier fehlen einige Seiten. Scheint, als wären sie rausgerissen worden. Ich frage mich, wer es getan hat. Und warum? Oh Gott. So viel kann ich gewiss sagen. Wer bist du denn? Ah, die Gerüchte Zimmer also. Herr Seridan ist zurück. Du kennst die Typen? Oh nein, die habe ich fast schon vergessen. Das sind... Wir sind die großartigen Sabas. Das ist korrekt. Wir sind die Anti-Magie-Abteilung der Vanguard. Anti-Magie? Aber sowas wie Magie gibt es in dieser Welt nicht. Das bedeutet, wir sind gut, nicht? Und zu denken, dass der Kaiser uns direkt ablehnen würde? Eigentlich ist es sogar falsch zu sagen, dass es Magie nicht gibt. Bis vor ein paar tausend Jahren existierte sie. Aber wie wir... Meine Fresse. Aber wie wir alle wissen, ist im Jahr... Sei leise, Macbeth. Du redest zu viel. Hey! Wie wachst du es, du... Einen Moment. Shelock, du sagtest, du weißt, wer die Seite aus diesem Buch gerissen hat, nicht? Ach, natürlich. Unser Team ist für diese Art Mysterien spezialisiert. Wir kennen uns mit allen Arten von Mysterien aus. Macbeth, Erklärung bitte. Nun... Wir sind absolut zufällig auf diese Ereignisse gestoßen. Deswegen können wir ohne Zweifel sagen, dass der Name des Täters für immer unserer ist. Die Sache kann einfach nicht anders gelöst werden. Die Antwort auf diese Frage findet man ja vielleicht in diesem Buch. Vielleicht. Hör dir das Wort an. Wie? Leicht. Sorry. Aus diesen Gründen haben wir noch nicht angefangen zu ermitteln, warum dieser Ganove so etwas getan hat. Dieses Buch enthält viele Informationen über Ereignisse vor zwei Jahrzehnten. Man kann auch 20 Jahre sagen. Oder auch ein 5. Jahrhundert. Oder 4 Jahrfünfte. Dieses Buch ist ziemlich aktuell. Das erkennt man daran, dass auf der Rückseite ein Datum steht. Jahr der Veröffentlichung 2309. Ja. Danke für die Information. Juliette, meine liebe Schwester, möchtest du fortfahren? Es war Rails Magna Vanguard. Horus Kane. Horus? Unmöglich. Warum würde er so etwas tun? Wie mein Bruder schon sagte, wissen wir es nicht. Die beste Vermutung ist, dass der Vorfall vor zwei Jahren damit zu tun hat. Das könnte es sein. Das Buch scheint vieles über diese Kristalle zu wissen. Naja, Horus könnte etwas wissen, aber ich bezweifle, dass er hinter all dem steckt. Da liegst du falsch, Seth. Wo ist Kane nun? Wo können wir ihn finden? Das bringt nichts, Rudra. Valiant meinte, dass Horus zurzeit in Mystia ist. Aber vielleicht auch nicht. Was meinst du? Gute Informationen kosten nur mehr ihren Preis. Ja, außerdem kostet das, was wir gerade erzählt haben, eh Geld. Es kostet ungefähr 15.000 Zenit. Wir akzeptieren nur Bargeld, keine Kreditkarten. 15.000 Zenit? Ihr macht wohl Scherze. Ihr hättet darüber nachdenken sollen, bevor ihr fragt. Wir wussten nicht, dass ihr Geld von uns verlangt. Komm schon, Shelock, erzähl uns von Horus und hör mit deinen Scherzen auf. Es ist wichtig, weißt du? Kein Problem, Junge. Du willst nicht zahlen? Weißt du, was mit denen, die nicht zahlen, passiert? Ach komm. Jetzt machen die einen auf Obercool und sind wahrscheinlich super lame. Schauen wir mal. Yeah.
Ja, also besonders sind sie nicht. Flamme. Also ich sehe keine Technik bei dir. Flamme, ist das nicht schon Magie? So, der erste weg. Komm, was haben wir denn noch so hier? Heftiger Schaden gegen Biester. Biester haben wir hier nicht. Attacke! Oh, weicht doch nicht aus. So, passt. Hey, perfekt. Aua, ihr seid gemein. Fertig mit den Spielchen. Wo ist Horus? Eigentlich wissen wir es nicht genau. Was Valiant dir erzählt hat, ist aber nicht komplett falsch. Alles, was wir wissen, ist, dass Horus für Kaiser Livisoa höchstpersönlich arbeitet. Er ist auf einer Geheimmission oder sowas. Weißes Zeug. Horus ist inkognito. Niemand kennt seinen Aufenthaltsort. Er könnte in Rael sein, in Mystia, vielleicht ja sogar überall. Also gibt es keinen Weg, ihn zu orten. Naja, danke für die Info. Ich nehme an, das war gratis, nicht? Natürlich. Gratis. Wie könnte ich von einem Freund für so eine Information Geld verlangen? Das ist der Sherlock, den ich leiden kann. Alles klar, wir haben wichtiges Zeug zum Erledigen. Leute, sag bei zu Ceridan und seinem viel zu starken Freund. Bruder, Schwester, lasst uns gehen. Bye-bye, bis bald. Horus, warum hat er das getan? Wir werden das schon herausfinden. Wir sollten uns jetzt ausruhen. Ja. Die Mission beginnt direkt morgen früh. Gehen wir auf unsere Zimmer. Jo, also einmal zurück. Ich will aber gerade mal was schauen. Ne, Moment. Da rüber. Und zwar will ich gucken, ob ich nochmal raus kann auf die Weltkarte. Ja, kann ich. Weil ich habe den Tipp bekommen, ich solle mir den weißen Punkt hier unten im Süden noch angucken, bevor ich nach Mystia gehe. Ich speichere mal. Hawks zu Hause eines alten Helden. Okay. Hallo? Fremde? Was macht ihr in meinem Zuhause? Verzeihung, wir haben uns verlaufen. Wir sind gleich wieder weg. Wartet. Ihr seht aus wie Abenteurer, habe ich recht? Abenteurer? Naja, auf eine gewisse Art und Weise. Ich heiße Hawk. In früheren Jahren lebte ich auch ein Leben wie ihr. Niemals gab es einen besseren Abenteurer als mich. Ich möchte euch herausfordern. Als ich euch durch die Welt gereist bin, fand ich auf meiner Reise viele Kisten und sammelte unzählige Schätze. Sagt mir, was ihr drauf habt und ich belohne euch mit dem krassesten Zeugs, das ihr je sehen werdet. Was meint ihr? Kommt schon, macht deinen alten Mann glücklich. Sagt mir, dass Ariatale in guten Händen liegt und kommt dann wieder. Alles klar. Wir werden wieder vorbeischauen. Okay. Mission. Lord der Schatzhuhn. Hawk ist ein Held der Schatzsucherei. Er glaubt aber, dass junge Abenteurer nichts auf die Reihe kriegen. Überzeuge ihn vom Gegenteil und öffne Truhen aus aller Welt. Okay. Euer erstes Ziel sind 10 geöffnete Kisten. Wir haben erst 9 geöffnet. Ach, ist das bitter.
Wahrscheinlich gibt es sogar irgendwo noch eine, die ich nicht gesehen habe. Zumindest hier in der Burg irgendwo. Ich sag mal so, wir können uns ja noch ein bisschen umschauen. Weil mich würde schon interessieren, was der uns als Belohnung gibt. Hier oben ist alles zu. Da haben wir keine Pfeile, also... Aha! Sehr schön! Da gehen wir doch jetzt mal direkt wieder hin und schauen mal, was wir bekommen. Auf geht's! Über hunderte Kilometer! Wir haben bereits 10 Kisten geöffnet. Alles klar, dann nehmt euch einen meiner Schätze. Falunscherben, Celadon-Scherben, Indigo-Scherben, Bärenscherben. Okay. Wir sind ja... Und hier. Genau, um Waffen zu verbessern. Das kann ich ja, glaube ich, eh noch nicht. Oder? Was? Oh, guck mal. Geschick hoch. Atlas-Splitter entfernt. Hä? Was will der von mir? Ach so, das war ja auch. Hoppala. Hier. Okay, aber hier ist 2 Steine, habe ich gar keinen. Stahl müsste ich kaufen. Okay. Habe ich eh noch nicht alle Materialien. Aber wie ist es denn mit Fähigkeiten? 1790 habe ich, aber das reicht wahrscheinlich nicht, um auch nur irgendeins weiter. Nee. Auch ein Tipp war, möglichst alle Skills lernen. Lebenskisma, Opfer, TP, um Gruppe zu heilen. Cool. Und das... Boostet Resistenzen und Meisterleiste. Auch nicht schlecht. Einfach alles mal mitnehmen. Kann ja nur gut sein. Okay. Denn... Auf in unsere Zimmer. Du. So. Gut's Nächtle. Die Mission von Lord Meister. Um was geht es genau? Kurz gesagt müssen wir zu den Ryzen-Laboren. Ryzen hat eine wichtige Neuigkeit, was die Forschung an der neuen Energiequelle, der roten Kristalle, betrifft. Unser erstes Ziel ist Hafen Ismail. Dort treffen wir Galeon Werth de Gries, den Kommandanten des Ismail-Marineabteils. Er wird uns mit einem Schiff nach Mystia bringen. Wenn wir in Esmith sind, gehen wir zu den Ryzen-Laboren. Hört sich nicht schwer an. Aber trotzdem. Warum braucht Meister unbedingt deine Hilfe? Keine Ahnung. Er hat seine Gründe nicht genannt. Was ist so lustig? Ich weiß, dass du mir nicht vertraust. Warum? Ich bin ehrlich zu dir, Seth. Ich habe euer Gespräch belauscht. Vor 2 Jahren ist etwas Wichtiges passiert, nicht wahr? Und das hat etwas mit dieser neuen Energiequelle zu tun. Keine Sorge. Ich zwing dich nicht dazu, es zu erzählen. Hör zu, Rodra. Du hast mein Leben gerettet. Ich weiß, dass du alles, was du tust, gut meinst. Aber eine Frage habe ich. Warum bist du mir bis hierher gefolgt? Du weißt, dass ich Hilfe brauchte. Aber anzubieten, mein Leibwächter zu sein? Du hast recht.
Tut mir leid, dass ich dir meine Gründe nicht nannte. Du brauchst dich vor mir nicht zu fürchten. Ich zeige meinen Gegner, wenn ich komme. Mein Schaman hat keinen Platz für Lügen. Also, ich kann dir so viel über mich erzählen. So wie du geliebte Menschen verloren hast, habe auch ich Geliebte verloren. Du kannst auf mich zählen, falls du darüber reden willst. Lass uns ausruhen. Wir haben eine lange Reise vor uns. Düstere Musik. Werden wir infiltriert? Ich kann nicht schlafen. Ich dachte, ich würde wie ein Stein schlafen können. Rotra? Er ist nicht hier. Er muss spazieren gegangen sein. Gut. Vielleicht sollte ich auch eine Runde spazieren. Warum ahne ich Böses? Ja. Was zur... Hallöchen! Okay, sie sind nicht stark. Heilquartz! Gleich zweimal. Was geht hier ab? Assassin? Wir sind alle in Gefahr. Ich muss Rotra finden und Lord Meister warnen. Erstmal speichern. Okay, erst den Balkon überprüfen. Rotra! Seth! Jetzt kriegen wir es aber richtig aufs Maul. Was sind das für welche? Keine Ahnung, wir müssen Lord Meister schützen. Los! Dann aber schnell. Naja, relativ. Oi! Das ist was Ernsthaftes. Vor allem, es sind ganz schön viele. Also das ist mehr eine Belagerung als eine Infiltration. You lost because you didn't focus. Danke sehr, Sir. Wo ist Lord Meister? Lord Meister ist in Sicherheit. Mein Team kümmert sich um ihn. Kommandant Yulen, Sheridan, Sir. Was ist los? Grail wird angegriffen. Diese Assassinen sind überall. Valiant, ich gehe mit Rotra. Bleib du hier und schütze Meister. Alles klar. Seid vorsichtig da draußen. Wir müssen sie stoppen, bevor sie Unschuldige töten. Kein Problem. So. Den nächsten bitte. Die geben nie auf.
Schau, Sef, da liegt etwas. Oh nein, dieses Zeichen. Scarlet Worms. Was zur Hölle wollen die von uns? Scarlet Worms? Wer sind die? Eine kriminelle Organisation. Sie befinden sich in Mystia. Sie schmuggeln, erpressen, fälschen Geld und begehen Auftragsmorde. Wir können uns denken, warum sie hierher sind. Wir müssen zum Schloss. Meister könnte in Gefahr sein. Hä? Lord Meister ist nicht der, der uns fürchten sollte. Was meinst du? Stehen bleiben. Eine Bewegung und ihr seid tot. Team Alpha, Ziel ist in der Stadt. Verlasst sofort die Burg. Ich wiederhole. Ziel in Stadt. Burg verlassen. Over. Was zur... Oh. Endlich. Zwei lange Jahre. Du bist wieder hier, Abschau. Wir haben heute versagt, aber keine Sorge. Wir kriegen dich schon. Du wirst nie mehr schön schlafen können. Ich bin jetzt hier? Beruhige dich, Seth. Falls diese Worms wirklich glauben, dass ich zulasse, dass du getötet wirst, dann liegen sie gewaltig falsch. Lass uns einen sicheren Ort finden. Nein, Drodra. Ich weiß, es ist gefährlich, aber ich muss selbst herausfinden, warum sie mich umbringen wollen. Ich gehe alleine weiter. Du riskierst dein Leben, wenn du mit mir mitgehst. Junge, wenn du alleine weitergehst, bist du so gut wie tot. Ich gehe mit dir. Ende der Diskussion. Na gut, dann lass uns gehen. Aber wohin? Ach, ich bin verletzt. Es ist aber nur eine Fleischwunde. Hier, du könntest das eher gebrauchen. Lebensquart, Seelenscherben. Cool. Ich werde das beenden. Okay. Dann komm doch mal her. So trifft man sich wieder, Abschaum. Das wird aber das letzte Mal sein. Richt mich ja auf, ne? So, jetzt will ich mal was gucken. Ne, bleibt bei Biester, okay. Mal gucken, ob du triffst. Ich weiß halt nicht, wie hoch die Chance liegt beim Aufreißen, dass es trifft. Ah, okay. Aber da hätte ich halt genauso gut zweimal angreifen können, ne? Stirb, Junge! Sehr schön. What? Over already? Level up. So muss das. Nächstes Mal wirst du kein solches Glück haben. Bis bald.
Puh. Sie wollten mich umbringen. Man macht sich viele Feinde, wenn man für das Imperium arbeitet, nicht? Klar, aber ich glaube nicht, dass ich so hart zu ihm war, dass er mich tot haben möchte. Natürlich habe ich auch ein paar Leute in das Gefängnis geschickt, aber keiner von denen hatte Kontakte zu den Scarlet Worms. Auf jeden Fall wollten sie sich rächen. Bist du sicher, dass du nicht weißt, was sie meinen? Nein, ich weiß es nicht. Diese zwei Maskierten waren Versan, da bin ich mir sicher. Einer von ihnen auf jeden Fall. Durch die Krallen erkennt man euch. Das stimmt. Aber beide hatten einen Versan-Schädel auf dem Kopf. In unserer Kultur trägt man den Schädel eines Geliebten, wenn man sich an jemanden rächen möchte. Es ist ein Aufruf an den Zorn der Geister. Ich erinnere mich wirklich nicht. Schau, vorhin ist mir das nicht aufgefallen, aber obwohl es bewölkt ist, können wir die beiden Monde Ariatales sehen. In der Tat. Vor dem Angriff war ich hier, um zu beten. Um zu beten? Wir Versan beten vor den Monden. Wir beten Geister an, die vom Himmel kommen. Sie sind die letzte Magiequelle, die Ariatale noch übrig hat. Für Schamanen wie mich sind Geister sehr wichtig. Das wusste ich nicht. Am besten hole ich mir jetzt etwas Schlaf. Bis morgen, Rudra. Alles klar. Ich bleibe noch etwas länger hier. Gute Nacht. Geister, gebt mir Kraft. Ah, sehr schön. Da haben wir schon die erste mysteriöse Gruppe, die unseren Tod will. Zeit zu gehen. Auf in den Süden nach Ismail. Wir nehmen die Westbrücke. Ismail ist da nicht weit weg. Können wir machen. Wir machen das in der nächsten Folge dieses wunderschönen Spiels. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und kleine Info noch. Leute, in der Beschreibung habe ich nochmal einen Link zu meinem Discord-Server. Kommt ruhig vorbei. Wir können über alles talken, über alles. Über den Maker, über den Kanal, über mich, über die Zubereitung von Schinkenbrötchen. Ist mir egal. Kommt einfach rein und wir plaudern ein bisschen. Ist immer schön, wenn noch ein paar Leute mehr dabei sind. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Adios.